Willkommen bei CCR Automotive. Heute mal wieder die grüne Mamba von Marco. Ja, wie ihr seht, Spoilerlippe hält noch. Die ist ja in den Videos zuvor nur mit 3M Klebeband montiert worden. Ohne Probleme. Selbst bei sämtlicher Witterung und Vollgas auf der Autobahn. Den Heckflügel hatten wir hier auch schon dran. Und was fehlt? Natürlich die Schweller. Nach dem Schweller kommt auch noch der Heckansatz. Jetzt aber erstmal die Schweller. Und wenn ihr Bock drauf habt, das anzuschauen, wie man das montiert und wie es danach ausschaut, bleibt dran. So, Schwellerchen, hier sind sie. Schauen wir erstmal, was wir da uns haben einfallen lassen. Montage wieder 3M Klebeband, easy going, vor allem für die ganzen Leute, die hier im Powerleasing sind. Na, ich meine hier da gerade der IV, also diese Elektromöhre oder halbelektronische, die war ja mal eine Zeit lang extrem günstig im Leasing. Falls ihr so ein Auto habt und ihr müsst wieder zurückgeben und vor allem zurückrüsten, dann haben wir genau das richtige Produkt für euch. Hinpappen und wieder wegpappen, sozusagen. So schaut das gute Ding aus. Wir machen hier mal eine kurze Passprobe. Vielleicht noch ein kleines bisschen zu mir, so würde ich sagen. Ja. Na, das ist gut. Ja, passt. Genau, also erstmal kurz checken, ob das Ganze passt, vor allem, ob es euch passt, also sprich, euch gefällt, weil viele Leute verstehen, glaube ich, nicht den Unterschied zwischen es passt nicht und es gefällt mir nicht. So, also ich denke mal, ist ganz nice gemacht. Spoiler ist hier ein bisschen ausladend, geht hier hinten nochmal hoch. Ja. So, das Reinigungstuch haben wir gefunden. Da bietet sich hier so ein nettes Mikrofasertuch an. Da fahren wir kurz in die Waschanlage oder mit dem Hochdruckreiniger und dann, wie ihr seht, ist ja noch einiges an Dreck hier dran. Oder was hat der denn da gemacht wieder, ey? Und dann, ja, es bietet sich an, der Reiniger hier von uns, der ist für solche Oberflächen hier eigentlich ganz gut geeignet. Übrigens riecht der geil. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich als Duftbaum vielleicht so ein Fläschchen bei mir ins Spiegel hänge. So. Aber nicht zu viel schnüffeln, sondern lieber sauber machen. So, die Hauptklebekante ist dann hier oben. Weil hier unten haben wir ja diese, wie nennt man das hier? Warum ist eine Karosserie, Gammelkante, weiß ich was. Ja, das hier ist Steinschlagschutz, das Teil hier. Macht aber nichts aus, das Klebeband wird hier auch haften in Kombination mit dem Primer. Aber vielleicht weiß jemand, wie sich das nennt, keine Ahnung, weil das ist ja bei allen Fahrzeugen der VW Unterboden Geeiere. Ja, auf jeden Fall, da klebt es natürlich nicht so cool, weil das keine gerade Fläche ist und das Klebeband geht ja dann letzten Endes auch nur ordentlichen Kontakt an oder ein, wenn der Untergrund eben auch volle Anlagefläche bietet. Deswegen haben wir hier oben die Klebekante gewählt. Und das Neue jetzt auch bei den Schweller ist, also wir müssen hier keine Radhausschalen aufmachen, nichts da reindrücken. Alles nochmal vereinfacht. Ja. Und jetzt schauen wir mal, genau, wie es weitergeht. Ne? Nochmal mit dem Surface Cleaner drüber. Genau, mache ich auch gleich. So, jetzt den Surface Cleaner noch mal dran, weil der haut dann tatsächlich, das ist hier so auf Isopropanol Basis. Also solltet ihr mehr brauchen, kauft euch einfach ganz normales Isopropanol. Propanol zum Brecher. So, und wenn ihr das drauf macht, beziehungsweise damit sauber macht, dann sind tatsächlich sämtliche Fettreste weg. Doch, ne? So viel war es gar nicht mehr. Genau, und der Primer, den nicht vergessen. Der Primer, ganz wichtig. Das Zeug mal kurz auftragen. Fangen wir mal vorne an. So, das ist so ein Pad gedrängt in so einen Primer. Wir haben es ja schon ein paar Mal gezeigt. Und der schafft dann die ideale Verbindung zwischen dem Klebeband und dem Originalschwellerteil hier vom Fahrzeug bzw. dem Lack. Und wenn er das dran macht, dann hält das echt bombenfest. So, und dann das Ganze auch ein bisschen ablüften lassen.
So, mal ein, zwei Minuten. In der Zeit mache ich einfach mal die andere Seite sauber. Genau, ja? Und hier haben wir wieder vorbereitet das Klebeband mit dem kleinen Klebestreifen fixiert und dabei dann immer wichtig, erst das untere rausziehen und dann das obere. Wenn zuerst das obere rausgezogen wird, dann klebt natürlich hier im schlimmsten Fall die Trägerfolie an dem oberen Klebeband fest. So, wie gesagt, hier oben an der nicht strukturierten Fläche, denn da wird geklebt. Also ich habe es ganz geil erwischt. Ja, hier sitzt es auch gut. Gut, dann... Naja, gut, die Höhenpositionierung ist natürlich elementar, ne? So. Genau. Also die Höhe, da müsst ihr schon ein bisschen drauf achten. Da kann man natürlich ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Ich meine, es geht jetzt nicht um Zentimeter, aber ist auch gewollt, dass hier oben eine kleine Kante rausschaut. Die kriegt man nicht ganz abgedeckt. Das ist völlig okay. Und ist ja bei den OEMs auch nicht anders. Und die Tür muss aufgehen. Das sind so Dinge, an die sollte man denken beim Konstruieren. Ist immer gut. Hatten wir auch schon mal. Schweller konstruiert, Prototyp dran. Ui, Tür muss ja noch aufgehen. Naja. So. Genau. Ah, da haben wir ein bisschen rumgerissen, ne? So, jetzt aber. Haben wir noch hinbekommen. Ja. Super. Und jetzt natürlich hier ordentlich mit Schmacks. Ach, da kommt jetzt noch ein, so scheiße. Nee, das ist nur das Stück hier. Ah, okay, gut. Ich hab schon Angst gehabt. Nee. Nummer 1 Tür, ich hab schon reingedrückt wie Harry. Okay, ja, das merkt man gleich, das zieht doch gleich an. Perfekt. So, und was, kann man auch mal kurz hier vielleicht mal drunter gehen. Ne? Also es schließt halt auch einfach perfekt hier ab. Ne? Also ihr habt dann auch, da gibt es ja so viele Schweller, ich nenne jetzt da keinen Hersteller, wo die Dinger dann hier unten ungefähr hängen und sich da, keine Ahnung, 100 Jahre Wald und Wiese drin verfangen und dann hier 500 Kilo Sikaflex reingedrückt werden muss. Das ist hier, denke ich, besser gelöst. Oder? Ja. Haben wir so einen Sikaflex-Schweller hingebaut? Nee, zum Glück nicht. Also. Ja, nicht nur die GFK-Dinger. Gibt es einige, die das her auch in ABS produzieren und an den Unterschuhboden nicht gedacht haben. So, hier wieder das gleiche Spiel. Das ist halt das Geile, ne? Das ist halt nur Skoda. Ja. Ne? Hey, ist halt, wenn einer kommt, dann... Selbstverteidigung. So, das Ganze hat jetzt, keine Ahnung, wieder 10 Minuten vielleicht gefühlt gedauert. Ja. Jetzt machen wir mal die Schutzfolie runter. So, Schweller sind dran, Schwarz-Hochglanz, Folie haben wir abgezogen, schaut selber. Ich denke mal, eine ganz geile Sache. Hier gehören natürlich größere Räder drunter, aber ja, dazu hat es anscheinend nicht mehr gereicht. Passt natürlich auch wunderbar zu den anderen schwarzen Applikationen des Fahrzeugs Kapspoiler-Lippe, die wir davor schon verbaut hatten. Ich würde sagen, bitte seid so gut, Daumen hoch, Kanal abonnieren und wenn ihr die Schweller cool findet, dann kauft sie euch doch einfach, sofern ihr natürlich den Skoda habt. Und nein, sie passen nicht an irgendeinen BMW, sie passen nur an dem Zuggut. Allerdings haben wir dieses Design und vor allem diese Montagetechnik vielleicht auch für dein Auto. Schaut einfach mal im Shop vorbei. In diesem Sinne, bis demnächst, CSR.